Molitva za zdravlje duše. Wir beten um Heilung an Leib und Seele. Herr, Jesus Christus, wir befinden uns am Ende der Adventszeit, der gnadenvolle Zeit, das, was uns vorbereitet für das Hochfest deiner Geburt. Nur noch 2 Tage teilen uns von dieser unermesslichen Freude. Dieser Tag, in dem wir uns erinnern werden, wie Gott unseren Leib nimmt und dann zum Menschen wird. Gott, er geht so weit, in seiner Liebe, damit er einer von uns wird, indem wir dir danken, o Herr, deinem Leben, deinen Worten und deinen Werken. Wir können Gott kennenlernen in einem neuen Licht. Wir können dieses Geheimnis inneren Gottes aufdecken und so sehen, wie Gott in sich ist. Und du hast uns gezeigt, dass unser Gott der Gott der Liebe ist, der Gott der Gemeinschaft. Gott, der seine Liebe offenbaren möchte und es den Menschen zeigen möchte. Herr, gib, dass auch wir täglich in dieser Liebe wachsen gegenüber dir und gegenüber unseren Brüdern und Schwestern. Herr Jesus Christus, du möchtest immer den Menschen nahe sein. Du möchtest uns nahe sein, auch in den glücklichen Momenten unseres Lebens, aber auch in diesen Momenten, dann, wenn wir unsere Kreuze tragen, wenn wir belastet sind mit all den Lebensschwierigkeiten. Du möchtest, dass jeder Mensch
die Freude spürt im eigenen Lebensweg, auf diesem Weg, der so oft voller unterschiedlicher Schwierigkeiten ist und Herausforderungen. In jeder Zeit möchtest du Immanuel sein, das heißt Gott mit uns. Du bist Gott, der immer anwesend ist mit seinem Volk, mit der Kirche und mit jedem von uns. Und deshalb bist du auch Mensch geworden. Du bist der Teil unserer Menschheitsgeschichte geworden, damit du uns den Sinn in unserem Leben schenkst, damit in unser Leben du dein göttliches Licht bringst, damit du uns die Kraft schenkst, solange wir die Last unserer Lebenskreuze tragen. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Danke, Herr Jesus Christus, auch heute setzt du fort mit deinem Heilswerk durch deine Kirche und mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Auch heute rufst du jeden Einzelnen von uns, dass wir deinem Aufruf erwidern. Du möchtest, dass auch wir ermutigt durch die heiligen Sakramente und das Gebet, dass wir dir folgen, und fortsetzen mit der frohen Botschaft, dass wir es den Menschen bringen. Und das heißt, dass das Wort Fleisch geworden ist. Herr, hilf uns durch dieses Gebet, dass wir unser Gebundensein ablehnen und dass wir fröhlich dann mit dir gehen und diese frohe Botschaft allen Menschen in der Welt verkünden. Dass all die anderen Menschen und ganz besonders jene, die belastet sind mit ihren Lebenskreuzen, dass gerade sie durch unser Leben und unser Zeugnis, dass sie
deine Anwesenheit spüren und deine Nähe, damit wir dies erreichen können. Wir bitten dich, o Herr, dass du uns stärkst, dass du uns Gesundheit an Leib und Seele schenkst, damit wir noch entscheidungsvoller und stärker Zeugnis abgeben von dir in dieser Welt, auch all den anderen Menschen, die frohe Botschaft bringen. Euch alle und eure Familien und all jene, für die ihr gebetet habt, es segne der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.